Wir sind heute auf dem Weg zu unserem Lieblingscafé und haben überlegt, dies mit einer kleinen Challenge zu verbinden. Wir haben euch ja schon im Video von Vogelsberg erzählt, dass uns die Idee der Krautschau so gut gefallen hat. Und wir wollen das heute wiederholen, aber mit einem kleinen Twist. Wir haben hier einen Straßenabschnitt von ca. 350 Meter und jeder kriegt 10 Minuten Zeit. Julia nimmt die linke Straßenseite, ich die rechte Straßenseite. Und wer in den 10 Minuten jeweils die meisten Pflanzen erkannt hat, gewinnt. Kurz nochmal zu erklären, was die Krautschau ist. Es soll die Aufmerksamkeit auf das Stadtgrün richten, was jetzt nicht in Pflanzbeeten ist, sondern die ganz kleinen und feinen Pflänzchen, die sich überall in den Pflasterspalten ansiedeln und auch für positive Effekte für das Stadtklima sorgen. Vielleicht habt ihr ja auch schon wahrgenommen, die Krautschau, wenn ihr zum Beispiel Kreidespuren oder Pflanzennamen auf den Pflasterwegen seht, wo ein Kringel drum ist um die jeweiligen Pflanzen, das ist die Krautschau. Und jetzt das Video pausieren, kurz in die Kommentare schreiben, wer denkt, von uns beiden gewinnt. Wir haben auch keine Präferenzen, wer für wen stimmt. Nein! Lasst euch da nicht beeinflussen. Zwinker, zwinker. Los geht's. Jetzt die 10 Minuten starten. Jetzt. Oh Gott. Schnell reinkommen. So, und komm. Nein! Nicht erkannt. Zeit läuft. Ja, meine App hat wieder Startschwierigkeiten. Gewöhnliches Kreiskraut. So, jetzt. Wieder nicht. Nochmal. Was ist passiert? Da, Jakobs Kreiskraut, die erste. Los geht's weiter. Gewöhnliches Ferkelkraut. Und? Irgendwie habe ich gerade kein Glück. Da, eine Wegrauke. Weiter geht's. Ja. Nein. Vierkantiges Weidenröschen. Sieht so nach Vogelmiere aus? Ja. Vogelsternmiere, dritter in anderthalb Minuten. Und noch die vierte Pflanze in der Reihe, südamerikanischer Katzenschweif. Findet ihr das? Nein, okay, weiter geht's. Zu verlieren. Okay, da ist eine Löwenzahn. Ja, Löwenzahn, 94% überein. Löwenzahn. Einiges zu finden. Gucken, was da rauskommt. Ha! Niedriges Glaskraut. Drüsiger Götterbaum. Ach, hier ist was anderes. Kostet 2,30. Ah, sind wir da nicht? Noch ein Versuch, dann gehe ich weiter. Ha! Gewöhnliche Rubine nehme ich. Keinen Punkt beschenken, auf so wenigen Metern. Einjähriges Rispengras. Haben wir hier noch schöner? Nee, okay, ich gehe aufs Moos. Gucken, ob er das erkennt. Hm, das Glaskraut, das hatte ich auch schon. Nee. Jetzt muss ich ein bisschen sputen. Ich rede hier gegen die Zeit. Hier nochmal das Moos. Ich glaube, da hat ein Eichhörnchen was versteckt. Weil da liegt so eine Nussschale drin. Ich habe irgendwie nicht so viel Glück. Nee, erkennt er nicht. Verwerfen. Okay, nächstes. Silbermoos. Gleich beim ersten Treffer. Bestimmt kann. Nein. Ah, erkennt er nicht. Yes. Einjähriges Rispenkraut. Krass. Ah, das hier sieht noch mal was an der Maus. Gucken, ob das hier funktioniert. Könnte schwierig sein. Nee. Probier mal das, ob das noch eine andere Grasart ist. Nee, das ist auch nochmal das einjährige Rispengras. Kanadisches Berufkraut. Gut, weiter geht's. Zählt es? Hier sieht man richtig gut die Blätter. Ich hoffe, das kommt jetzt raus. Erkennst du ihn noch nicht? Moment. Eine Hängebirke. Okay,
mich. Und weiter geht's. Hier ist nämlich noch was Schönes. Ah nein, das ist nochmal der südamerikanische Katzenschweif. Oh, schon. Wie viel hast du auf der Uhr? 6 Minuten 45. Oh. Oh oh. Und vielleicht 30 Meter gemacht bisher. Gartenwolfsmilch. 6 Minuten 9. Weiter geht's. Ach, hier noch. Das sieht sowas nach so einem Wegerich aus. Ja, ein Breitwegerich. Schwarzer Nachtschatten. So, mal gucken, damit ich nicht zu sehr in die Details verlieren. So. Das. Mal gucken, das erkennt. Schöpfkraut mit 98% Übereinstimmung. Gewöhnliche Mahonie. Das Blumenbeet. Blutrote Fingerhirse. So, ein bisschen warm. Ich muss die Jacke aufmachen. Kornblume. Ein Inkarnatklee. So, wieder ein Katzenschweif. Ah, der Klee hier. Aufrechte Samtblume. 100% Übereinstimmung. Gehörnter Sauerklee. Die wilde Malve mit 99% Übereinstimmung. Okay, 8 Minuten 15. Okay, da ist auch nochmal so ein Gefahr. Guck mal, was ist das hier? Na? Komm schon. Südamerikanische Katzenschweif. Okay. Gewöhnliche Sonnenblume. Kornblume, oder? Nein. Rheinfarn-Fossilie. Aufrechte Samtblume. Ach hier, guck mal. Ha, 9 Minuten 4. Drüsiger Götterbaum. Nehme ich. Das ist auch nochmal Vogelmiere. Schmuckkörbchen. Das hier ist das Schmuckkörbchen. Hartes Knopfkraut. Guck mal, was ist das denn hier? Oh, 3 Minuten 40 nur noch. Das interessiert mich jetzt aber. Ah, eine große Brennnessel. Ah, komm, die hier noch. Luzerne. Jetzt muss ich wieder ein paar Meter machen. Gut. Weiter geht's. Da hinten ist das Ende der Straße. 9,36. Ich will noch eine Sache finden. Ah, hier wächst doch ganz viele. Wilde Malbe. Alles mit Blättern übersät. Und hier ist ein dunkler Tee noch. Das wird doch sicher eine andere Art sein. Ja, und das ist wieder der gehörnte Sauerklee. Okay. Haben wir hier noch. Puh, die Zeit rennt gegen mich. Hier ist noch was Stacheliges. Das hatten wir heute noch nicht. Die raue Gänse-Distel. 2 Minuten 28 noch. Einjähriges Rispengras hatten wir leider schon. Die Pflaume. Wie streng sind wir mit der Zeit? Hainfallchen. Guck mal hier vorne, ne? Feinstrahl, Berufkraut. Ein Punkt für mich. Mal schauen hier. Efeu. Und genau jetzt, 14 Uhr. 20 Sekunden. Also davon schon das Ende der Straße. Oh, noch eine Sekunde. Zählt das oder habe ich getrödelt? Ich würde sagen, das zählt. Also erfolgreich gemacht. Das hast du auf jeden Fall alles gegeben.
nur am Ende die Zeit aus den Augen verloren. Also war schon anstrengend, aber hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist auf jeden Fall eine Abwägung zwischen Scannen und weiter rennen. Trommelwirbel? Seine guten Sprints haben ihm tatsächlich den Sieg gebracht. Und? Als Verlierer musst du natürlich heute den Kaffee und Kuchen zahlen. Ah! Okay. Das kriegen wir hin. Also es hat super viel Spaß gemacht. War eine echt kurzweilige Sache. Und erstaunlich, wie viel man noch findet. Ich meine, wir sind jetzt um die Herbstzeit unterwegs. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Und ihr fühlt euch ein bisschen inspiriert, euch die App zu besorgen und mal selbst eine kleine Krautshow zu veranstalten. Könnt ihr mal berichten und es in die Kommentare schreiben. Oh, lief das gerade nicht? Lief das gerade nicht? Wann lief das? Hab ich die ganze Zeit falsch gefilmt, weil ich habe in die Richtung gefilmt. Hab ich nur mich gefilmt die ganze Zeit? Kann sein, ja. Kannst du das kontrollieren?